Ja, guten Morgen. Sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Kranis Kadem Edit. Also vor wie viel? 14 Jahren hieß es noch so für die PlayStation 2, aber das habe ich schon mal erzählt. Jetzt heißt es Bully. So, wir gucken uns mal in unser neues Heim, wofür wir geboxt haben. Gucken wir uns erstmal um. Wir haben hier ein Bett. Sieht einigermaßen bequem aus auf Pappkartons. Ein Foto, wo wir nicht wissen, welche Personen da drauf sind. Den Typen hier kennen wir auch nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Dann haben wir noch ein Sofa mit, was ist das denn, Panzertape? Ich hoffe, das ist jetzt nicht sein Ernst. Na gut, kommt nächstes Mal auf den Sperrmüll. Dann haben wir hier noch wieder eine Person, die wir nicht kennen. Eine Ausgangstür? Nein, irgendwie nicht. Was sind das denn? Kann ich die nehmen? Tatsache. Ey, die Dinger kann ich nehmen. Geil. Jetzt habe ich einen Schläger in der Hand. Gut, wieder eine Person, die wir nicht kennen. Hier haben wir eine Bar und ein Papierkorb. Im Papierkorb ist nichts drin, ne? Doch. Doch. Nee, hä? Ach, ich kann es einfach fallen lassen. So ist es. Boah, das ist laut. Das ist laut. Hier haben wir einen Kamin. Was haben wir hier? Ein Bär. Das ist bestimmt kein echter. Ein Kamin, den können wir aber leider nicht anzünden, so wie das aussieht, ne? Genau. Was haben wir da oben noch? Da ist ein Kopf gewesen. Ein Elchkopf und... Sind da Flinten gewesen oder wie man es nennt? Es sind, ja, so eine, wie heißen die, Feuerbüchsen? Weil die vorne so breit auseinander gehen. Ich weiß gar nicht. Dafür gibt es auch eine bestimmte Bezeichnung. Ich weiß aber jetzt nicht welche. Ich glaube ja, irgendwie so Feuerbüchsen. Hier haben wir unser Kleiderschrank. Da können wir uns nochmal umziehen. Dieselben Kleidung, die wir halt in der Schule haben, haben wir hier auch. Oh, die Schule hat auch schon angefangen. Aber zum Glück hören wir hier nicht diese Klingelgeräusch, wenn die Schule anfängt. Hier können wir Feuerwehrkörper. Was haben wir hier? Stinkbomben. Alles klar. Wir haben hier halt kein Labor, wo wir uns die ganze Scheiße herstellen. Aber wir kriegen die aus der Kisten. So, hier haben wir noch Blumen. Dann haben wir hier, keine Ahnung, irgendein Wappen. Und noch ein Wappen. Hier haben wir noch einen Tisch mit, ja, einen Pokertisch. Diesmal nicht. Sind da keine Karten drauf. Cola können wir trinken. Dann haben wir, oh, ein Radio. Ein Fernseher haben wir auch hier. Und Bier. Bier ohne Ende. Wir kommen aber in die Bar nicht rein. Wie ist denn hier gedacht? Und hier können wir ein Spiel spielen. Das ist... Keine Ahnung. Future Street Race 3D. Ja, nice. Nein, ehrlich. Da können wir zocken. Zocken, also in-game zocken. Macht das nach. Schafft keiner. Okay, was war denn hier gewesen überhaupt? Was war hier? Achso, speichern. Genau. Nee, speichern brauche ich nicht. Habe ich jetzt auch gar nicht gemacht. Ist auch nicht so schlimm. Dann eben nach dieser Folge. Okay, wir machen weiter. Wir verlassen diesen Raum. Oder dieses Haus, Strandhaus. Und, oh, da fallen wir gleich runter. Stimmt, wir müssen links runter. Und in der letzten Folge haben wir sogar ein knappes Badehöschen bekommen. Wir versuchen mal noch in die Schule zu kommen. Weil jetzt sind wir nämlich schon am Schwänzen. Darum ist schon der Polizist. Der kann uns doch zur Schule tragen. Der hat kein Interesse, der ist im Gespräch verwickelt. Na gut, dann müssen wir eben laufen. Oder hier ist eine Bushaltestelle, dann können wir auch zur Bus, zur Schule fahren. Nein, du nicht. Ich will mit dem Bus fahren. Darf ich den Schläger mitnehmen im Bus? Bestimmt nicht. Wird er uns abgenommen? Also, jetzt... Wir haben den immer noch in der Hand. Geil, wir dürfen mit Schläger zur Schule gehen. Geil. Damit werden wir gleich jemanden... Oder doch nicht. Ganz ehrlich, das kann ich hier niemandem antun. Außer wenn mich jetzt gleich einer angreift. Wir schwänzen gar nicht mehr. Oh, die Schule ist vorbei. Da bin ich aber echt traurig. Na gut. Wollen wir den schlagen? Da habe ich echt voll Bock drauf. Also jetzt nicht, weil er schwarz ist, ja. Einfach, weil er ein Aufseher ist. Und ich möchte jetzt mal ausprobieren, die Strafarbeit oder zeigen, wie das ist mit der Strafarbeit. Das wollte ich auch nochmal zeigen. Na gut, da kommen wir aber auch noch zu. Ist ja noch nicht vorbei, das Spiel. Hier hinten haben wir noch eine Quest. Achso, weil ich noch zeigen wollte. Pass mal auf, wir haben ja die Quest, die Eier. Was wir aber noch haben ist... Wird gar nicht mehr gezeigt. Na gut, zeige ich noch. Kommt bestimmt noch. Rasenmähen Park 2 haben wir noch. Können wir auch noch machen. Jetzt müssen wir aber erstmal warten, bis die Schule wieder anfängt. In der Zeit, ach komm, weg damit. Können wir eh nichts mit anfangen. Wir wollen nicht unbedingt jemanden verprügeln, den wir gar nicht verprügeln müssen.
Dann gucken wir uns hier halt um. Vielleicht hat irgendjemand eine Quest für uns. Eine kleine Mini-Quest. Da ist er auch schon. Der will ja bloß, dass wir jemanden in den Mülleimer schmeißen, oder? Ja. Na gut, dann machen wir das. Fangen wir mit dem an. Komm an dich da, dann kann ich den nämlich einfacher da reinschubsen. Danke. Was mit ihm? Weg damit. Alter, das hast du nicht. Nochmal. Und Rinder. Und es fängt sogar an zu regnen. Oh, sogar zu gewintern. Zu gewintern, ja. Mit Winter hat das nichts zu tun hier. Lass mir Ruhe, lass mir Ruhe, lass mir Ruhe. Geh weg, geh weg, geh weg. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Ja, schade, die Quest haben wir doch nicht. Wir gehen erstmal zur Schule. Noch zwei Schüler in eine Mülltonne. Na, Mädchen werde ich bestimmt nicht reinschubsen. Sowas gehört sich einfach nicht. Keiner hier? Alle im Unterricht? Okay, wir müssen nach oben und es ist bestimmt Englisch. Nee, es ist Kunst. Oder eher gesagt Fotografie, da können wir gleich wieder raus. Es wechselt nämlich zwischen Kunst und Fotografie. Wenn wir jetzt aber in den Unterricht gehen, dann löst die andere Quest auf. Aber nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Kriegen wir trotzdem. Mache für das Jahrbuch Fotos von Schülern. Sollen wir bestimmte Schüler oder ist egal welche? Oh, hier. Das, hier die Frauen. Das sind ja wohl die, überhaupt, ne? Nein, du nicht. Hier, Mädchen. Cool. Neues Jahrbuchfoto hinzufügen. Okay, wer ist es denn noch wert, ins Jahrbuch zu kommen? Wir haben ja ewig viel Zeit und hier sind so viele Schüler, die hier rumrennen. Obwohl eigentlich Unterricht ist, ne? So, ja gut. Ich will mal ehrlich sein, die Schönheit ist jetzt auch nicht wirklich. Aber naja, die darf ins Jahrbuch kommen. Kann man ein Foto von sich selbst machen? Schade eigentlich. Er ist ja kein Schüler, oder sie auch nicht. Wen haben wir denn noch so Schönes? Sind die einzigen Schülerinnen, die hier rumrennen, oder? Ach nee, die in Blau ja auch noch. Warte mal. Vielleicht treffe ich sie irgendwo. Wer ist er denn überhaupt? Ihn kennt keine Sau. Aber Russell ist es noch wert, aber Russell ist nicht... Sie auch noch, oder? Hä? Ich kann... Hatte ich die schon gehabt? Ja, ne? Nee, hatte ich nicht. Hä, war die andere nicht anders? Schlechtes Foto. Ja, da habe ich mir gedacht. Ja, dann nicht. Nochmal. Hä, wo ist sie denn? Warum? Ach, ich bin umgedreht, ne? Hello. Dann mache ich von dir ein Foto. Schlechtes Foto? Nochmal. Hä, nein. Jetzt habe ich es gespeichert. Bleib ihn hier. Halt mal, bleib mal stehen. Auch ein schlechtes Foto. Was? Hä, wonach soll ich denn gehen? Hier, er hier. Warte mal, ich muss ihn erstmal anquatschen. Damit er mir anguckt. Er rennt einfach weg. Was ist denn los? Ich kann ihn noch nicht. Ah, oh, kacke. Nee, die Blondie, die hätte ich gerne wieder. Die ist schwarzhaarig. Nee, war rothaarig, ne? Ist es die hier gerade rumgerannt ist? Jetzt ist er weg, ne? Gar nicht so einfach. Okay, ich quatsch sie mal an. Hallo. Na? Schlechtes Foto? Warum? Nein, auch nicht. Hä? Nein, was? Oh Gott. Ich komme hier nicht mehr klar mit den ganzen Knöpfen. Wer nimmt ihn hier? Smile für die Kamera. Nicht da. Warum schlecht? Hä? Jetzt. Ah, hab ich. Gut, waren da drei? Ja, waren drei. Jetzt muss ich zurück in den Unterricht. Wonach soll ich denn gehen? Sollen die Hand heben oder so? Oder lächeln? Oder was weiß ich? Keine Ahnung. Großartig, Jimmy. Das zeigt mir, dass du auch... was? Sensible Seite? Ich habe doch keine sensible Seite. Das ist ekelhaft. Was ist das überhaupt, sensibel? Nein, es war erfolgreich und das reicht aus. Was haben wir jetzt?
Wir können jetzt das Jahrbuch, finde ich im Pausemenü. Alles klar. Ich guck mal, ob ich das hier finde. Jahrbuch, Jahrbuch, nein. Nein, Buch, Jahrbuch. Wo finde ich denn jetzt? Einstellung, Spiel, Spiel, Information. Ah, Info. Da, Fotoalbum. Jawohl, haben wir. Ach so, da habe ich alle. Jahrbuch. Ist das Jahrbuch, ne? Foto löschen? Nein, was? Fotoalbum. Ah, man kann halt hin und her zwischen. Okay. Soweit, so gut. Dann wissen wir Bescheid. So, Spiel fortsetzen, wir müssen weiter. Die Kamera nehmen wir aus der Hand. Wo haben wir denn unsere Hand? Da ist er. Er will was. Ich weiß, was er will und das will ich nicht, weil der verpitzt sich immer, bevor wir überhaupt ankommen. Obwohl, irgendwann müssen wir die Quest ja mal machen. Und wir haben Zeit. Wir haben aber auch jede Menge Quests und die Eier. Wollen wir das erst machen? Ich weiß nicht. Nee, komm, wir machen die Quest hier von dem Typen. Er doch nicht, oder? Doch, doch. Sperre zwei Schüler in Spinde. Okay, mach mal. Guck mal, er hier ist doch wie gerufen. Hallo, hallo? Sie nicht. Rein da zu. Oh, jetzt krieg ich ein Problem. Weg hier. Weg hier. Nimm den nächsten Spind. Hier ist noch ein Spind offen. Dann nehme ich ihn hier. Obwohl der daneben sitzt. Zack, rein da. Ich krieg meine Kohle und fertig ist. Lass mir los. Weg hier. Lauf. Sehr gut. Ich hab's erledigt. Und das ist die Hauptsache. Oh, das stimmt. Sowas geht ja auch. Genau, man kann halt Geländer runterrutschen. Nein. Ey, so schlimm war das doch gar nicht. Was wollen die denn alle von mir? Die haben sich doch überhaupt nicht verletzt. So, hier draußen ist, glaube ich, gar nicht mehr Aufsehergebiet. Wir werden mal zu die Eierjagd gehen. Oder haben wir jetzt schon? Nein, haben wir nicht. Also werde ich noch das Auge drauf haben. Vielleicht kommt es noch später irgendwie. Keine Ahnung. Würde ich aber auch gerne machen. Das ist nämlich eine In-Schule. Oder kann man sagen In-School-Quest. Ja. Also auf dem Schulgelände findet das statt. Immer noch nicht. Mann, jetzt warte ich richtig drauf, ne? Weil gestern in der Aufnahme habe ich das noch gesehen. So, hier ist nämlich die nächste Quest wieder. Wieder für die Preps. Und zwar ist es diesmal, hallo? Ach, Treppe hoch, alles klar. Es ist oben irgendwo. Da so. Der sieht aber traurig aus. Bestimmt hat er ein trauriges Leben. Du brauchst ein Aquaberry Pulli. Okay. Ach, das ist diese blaue Pulli, die man hier... Was ist denn nu? Ja, hallo? Nein. So, jetzt. Alles klar. Jetzt ist dieser blaue Pulli, den ich im Laden gekauft kriege. Ist nämlich der einzige Pulli, den man kaufen kann. Und der befindet sich, wenn ich da jetzt gerade ausgehe und dann rechts um die Ecke. Und da habe ich dann den Shop. Hier geradeaus, genau. Und dann rechts um die Ecke. Ist auch schon spät. Vielleicht haben wir jetzt hier die Quest, die andere. Wir können ja mal gleich mal nachgucken. Da ist nämlich hier der Shop. Immer noch. Die Eier. Hallo. Ja, weiß nicht. Kaufe ich beide? Guck mal, 55. Ich glaube, die kosten 17. Ach, was will ich denn? Ich will doch hier. Da. Oberkörper. Ja, na klar, Oberkörper. Welchen wollen wir? Den oder den? Ein Pullover oder ein Hemd? Ich würde eher zum Pullover. Kosten beide gleich viel, ne? 35 Euro. Wir kaufen beide, ha? Zack. Den habe ich schon. So. Aber wir ziehen... Ja, den ziehen wir an. Habe ich den jetzt an? Ich hoffe. Ja, habe ich. Alles klar. Und da ist so ein Gummiband, den wir auch mit. 12 schon. Geil. Läuft doch. Überall, wo wir sind, ein Gummiband finden, nehmen wir einfach mit. Irgendwann haben wir mal alle. Das wäre nämlich auch geil. Einfach geil. So, wie kommen wir wieder zurück? Da lang. Nochmal ein kurzer Quest-Check.
Immer noch nicht. Dann war es wirklich nur gestern. Und das hat sich dann erledigt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Öffnen. Hm. Wir sollen schon schlafen. Nee, das mache ich noch. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Wo sollen wir jetzt hin? Ach ja, die Treppe nochmal hoch. Hallo, lass mich hier hoch. Scheiß Kameradrehung. Da kommen wir jetzt rein. So. Ich hoffe, es ist nicht schlimm und ich hoffe, es ist nichts, was so ewig lange dauert. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Mit Eier auf dem Haus schmeißen? Habe ich dir das richtig verstanden? Ja. Bring die Eier zu Teds Haus. Teds? Er ist Teds, ne? Ted heißt er. Okay, nimm mal das Fahrrad. Na klar, nimm mal das Fahrrad. Ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Und vorwärts. Na, Störung, bitte lass mich nicht hängen. Ich glaube hier hoch einfach bloß, ne? Treppe kriegen wir hochgefahren, na klar. Mit dem Fahrrad ja, mit dem Skateboard nicht. Weiter geradeaus, ja. Habe ich Eier überhaupt? So wie das aussieht schon, sonst hätte er mich ja irgendwo zum Laden geschickt, oder? Macht er bestimmt gleich, wenn ihr Kinder habt. Hier rein. Oh, ein Wachhund. Ein Gartenzwerg, weg damit! Got the eggs, Hopkins? You bet. Then give them to me, take them. Smashing. Now tell me, Hopkins, is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend, legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad, your family is your business. Don't lie, Jimmy! You said Tad was probably a hermaphrodite with that one inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this pauper. Oh nein, ich habe überhaupt nichts getan, Mensch, lass mich doch mal in Ruhe. Alter, was mit denen los? Boah, die hauen mich hier einfach weg. Nein, darf doch nicht sein, scheiße. Ich höre ja noch eine Mädchen knutschen sollen, damit ich... Den habe ich auch schon. Geil. So, Cola genommen. Danke. Wo geht's weiter? Jetzt sollen wir... Hä, hier weg oder was? Hier, guck mal, hier ist auch noch einer. Ja, den sollen wir ja gar nicht. Ich besorge den Schlüssel des Tors. Wo ist der denn? Ach, er hat den. Bam, bam. Genau. Hast du verdient. So. Gib mir den Schlüssel, danke. Du hast es geschafft. Ich habe Respekt gekriegt vor dir, aber der will mir trotzdem noch an die Wäsche. Job well done. Der lässt sich nicht so einfach verprügeln hier, habe ich das Gefühl. Oder ich hau einfach ab. Ich habe es ja geschafft. Wir müssen uns ja nicht ewig oder unnötig das Leben auf... Egal. Du weißt schon, was ich meine. Ich verprügel dich trotzdem, wenn ich es hinkriege. Aua, Alter, die machen ordentlich Aua. Deswegen muss ich schnell weg.
Achso, die Alte hat ein... Entschuldigung, nicht Alte. Aber sie hat ein Fahrrad für mich. Oder sie ist gerade hier angekommen. Ich weiß es gar nicht. Ich wäre gerne mit dem Bus weggefahren. Aber, ja. Die haben da ein paar mehr Pläne mit mir. Deswegen... Alter, der ist schneller als ich. Aua, man leckt mich. Verpiss dich doch mal. Ihr kriegt niemals hin. Niemals. Und geradezu ist eine nächste Bushaltestelle. Dann kann ich mich schnell nach Hause fahren. Genau hier. Gut. Hoffentlich sind die weg jetzt. Oh, schnell. Oh, danke. Ich hab's geschafft. Oh, Gott sei Dank bin ich da noch weg. Die hätten mich... Oh ja. Die hätten mich. Und jetzt muss ich unbedingt den ekelhaften Pulli hier ausziehen. Oh, der kratzt so ekelhaft. Nein, geht mal gar nicht. Was ist das? Baumwolle ist es bestimmt nicht. Gut, hier einmal rein. Das ist ein Scheißpulli. Ganz ehrlich. Oh, hier ist wieder eine Quest hier. Ich hoffe nicht wieder mit dem... Oh, nein. Du weißt, was ich meine hier, diesen... wie heißt der denn? Gary. Hauptsache, der taucht unauf. Ey, so ein ekelhafter. Na gut, wir ziehen wieder unseren... Vielleicht heute mal was anderes, weiß ich gar nicht. Aber es sieht aus, als wenn es kalt draußen ist. Also bleiben wir bei was Langärmlichen. Ich habe gesagt, langärmlich. Wollen wir den Grauen wieder anziehen? Ja, machen wir. So, jetzt sehen wir so wieder aus. Und ich muss aber leider mich von euch verabschieden. Mache ich so mit dem Chemiebaukasten im Hintergrund. Alles klar. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.